Ja, liebe Blazer, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Ehrengäste, 100 Jahre Posaunenchor Freiberg, das ist schon ein wunderbares Jubiläum und ich danke, dass ich als Landesposaunenpfarrer eingeladen bin, jetzt die Predigt zu halten und eingeladen bin, mit Ihnen zu feiern. Der Bibeltext für die Predigt, wir haben ihn gehört, es ist der Psalm für diesen Sonntag, der Psalm für diese vor uns liegende Woche. Dieser Psalm beginnt, wie unser Gottesdienst begonnen hat, mit einem wunderbaren Auftakt, mit einer festlichen Musik, mit einem festlichen Klang. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Das ist das Erste. Ich will Gott loben. An einem solchen Festtag wie heute, aber auch immer da und alle Zeit. Ich will Gott loben, gerade auch dann, wenn mir Lob nicht gerade auf den Lippen liegt, wenn mir nicht nach Singen und Spielen zumute ist. Denn dann hat mein Singen und Spielen, mein Gotteslob, eine Gegenkraft gegen das, was eben nicht festlich ist in meinem Leben. Das gibt es ja auch. Das sehen wir nicht so gerne, vielleicht sagen wir es auch nicht so gerne. Aber der Psalmbeter sagt, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und er spart die dunklen Seiten nicht aus. Als einer im Elend rief, hörte der Herr. Der Psalm geht einen Schritt weiter und wir gehen ihn mit. Er sagt, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Mein Gotteslob ist eben nicht nur etwas für mich, sondern es soll weitergehen. Es soll auch andere hören. Es soll zu anderen hin klingen. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Unser Singen und Spielen, mein Singen und Spielen ist etwas, über dem auch andere froh werden mögen. Auch das erlebt ihr ja als Posaunenchor hier in Freiberg. Und einen dritten Schritt geht unser Psalm gleich zu Beginn. Preist mit mir den Herrn, sagt er, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Also, mein Gotteslob bliebe doch ziemlich dürftig, wenn es eben nur meines bliebe, wenn ich alleine bliebe mit dem Lob Gottes. Gottes Lob führt in die Gemeinschaft. Geteilte Freude ist doppelte Freude, sagen wir ja auch so. Und das ist auch eine tiefe geistliche Erfahrung und wir alle heute sind der beste Beweis dafür. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Finde ich wunderbar, was für ein Psalm. In den ersten drei Sätzen schon beschreibt er den Dreiklang unseres Gotteslobs. Er beschreibt die Aufgabe von uns als Kirche, von Ihnen als Kirchgemeinde, von euch als Posaunenchor. Ich will den Herrn loben alle Zeit, nicht nur dann, wenn es mir gut geht, dass es die anderen hören und sich freuen, nicht nur ich alleine. Und das lasst uns miteinander tun. Das ist der Dreiklang eures Posaunenchordienstes, der Dreiklang überhaupt unseres Christseins. Singen und Spielen tut meiner Seele gut. Singen und Spielen sollen auch die anderen hören. Singen und Spielen verbindet uns miteinander. Das erleben wir heute. Und wenn wir für heute besonders auf euch als Posaunenchor gucken, es tut mir ein bisschen leid, dass ich immer meinen Rücken euch zudrehe, aber ich habe ein tolles Mikro, kann ich eigentlich auch mal so rumreden. Also, wenn wir heute schon besonders auf euch schauen, dann seid ihr exemplarisch für die ganze Kirchgemeinde, für das, was Christsein und Kirche ausmacht. Euer Dienst ist natürlich ein Dienst der Verkündigung, so wie es jedem Christen aufgetragen ist, von seiner Hoffnung zu künden, durch Reden, durchs Leben vor allem auch. Ihr spielt, damit Menschen von Gott hören und dass sie merken, wie befreiend es ist, an Christus zu glauben, wie befreiend Gottvertrauen ist. Das war vor 100 Jahren schon so, als die Posaunenchöre noch zur Männerarbeit der Kirche gehörten, zu den sogenannten evangelisch-lutherischen Jünglingsvereinen. Auch da blieb der Dienst der Posaunenchöre nicht vereinsintern nur gesellig,
sondern er drang auch nach außen. Posaunenmission. Die Blechbläser haben es ja gut. Sie können gut nach draußen gehen, selbst wenn es regnen sollte. Und werden dort auch gehört. Posaunenmission war auch damals schon der Name und das Anliegen. Mission, das mag manchen heutzutage, manchen Zeitgenossen ein bisschen hellhörig machen. Das klingt ja doch so ein bisschen nach Überstülpen. Oder wenn einen jemand beglücken möchte, obwohl ich es gar nicht möchte. Das ist ja nicht so angenehm. Aber Mission heißt all das nicht. Mission heißt nicht überstülpen. Das funktioniert heutzutage auch gar nicht. Die Menschen lassen sich ja gar nichts überstülpen. Es heißt auch nicht einfach überreden, sondern Mission heißt überzeugen. Zeigen das, wovon ich überzeugt bin. Oder wie es ein kluger Theologe mal sagte, Mission heißt zeigen, was ich liebe. Wenn ich jemandem etwas zeige, dann lasse ich ihm die Freiheit, selber zu gucken. Und vor allem, was mir fast noch wichtiger ist, wir lassen ja nicht nur einander die Freiheit, sondern wir lassen auch dem, worauf wir zeigen, die Freiheit und die Macht zu wirken. Wir pushen Gott nicht ins Handwerk, sondern wir machen uns zu seinem Handwerk und bitten ihn, dass er uns in Dienst nimmt. Mission ist immer ein Freiheitsgeschehen. Zeigen, was ich liebe. Also auf die Schönheit der Welt zeigen und sie wirken lassen. Auf Gottes Liebe zeigen und sie wirken lassen. Auf Jesus Christus zeigen und ihn wirken lassen. Das ist unser Dienst. Was kann das konkret heißen? Wir erleben es ja heute, aber was kann das auch konkret im Alltag heißen? Für uns als Kirche, für Sie als Kirchgemeinde, für euch als Posaunenchor. Drei Dinge sind mir wichtig. Ich denke, zeigen, was ich liebe, zeigen, was Gottvertrauen, was der Glaube an Jesus Christus bedeutet, das heißt immer auch Verbindlichkeit einüben. Gottvertrauen ist ein Beziehungsgeschehen. Das ganze Leben ist eine Sache von Vertrauen und Beziehung. Das kann ich aber nur einüben. Hoffentlich von klein auf in den Familien, in den Lebenszusammenhängen, in denen ich aufwachse. Sie glauben ja gar nicht, oder Sie glauben es schon, natürlich, wie wertvoll es ist, wenn wir das einfach einüben, schon mit unseren Kindern, schon von klein auf, was Verbindlichkeit heißt. Im Posaunenchor heißt das zum Beispiel, jede Woche kommen, auch dann, wenn es nicht großes Event ist. Auch dann, wenn es ganz normaler Dienst ist. Oder als Leiter, Rüdiger, oder auch Sie früher, Herr Krüger, als Leiter immer als Erster da sein, aufschließen, als Letzter gehen, zuschließen, sich verantwortlich fühlen. All das heißt Verbindlichkeit. Und so kennen Sie viele kleine und haben viele Gruppen und Kreise in Ihrer Kirchgemeinde, wo es darum geht. Und das Zweite, was es heißt, dass wir überzeugend sind als Christen. Überzeugend sind wir dann, wenn wir einträchtig sind. Ein altes Wort, aber eine ganz moderne Bedeutung. Eintracht heißt ja nicht, dass alle gleicher Meinung sind. Das, denke ich, ist manchmal so ein modernes Missverständnis, dass wir nur dann miteinander leben könnten, wenn wir auch dasselbe denken, wenn wir genau gleich leben, wenn wir genau gleich glauben. Darum geht es überhaupt nicht. Eintracht heißt vielmehr, dass alle trotz verschiedener Meinungen beieinander bleiben. Das ist schon schwerer. Beieinander bleiben, wenn man dasselbe denkt, das ist keine Kunst. Aber beieinander bleiben, wenn man einander widersprechen muss in bestimmten Dingen, darum geht es. Und darum geht es auch in unserer Kirche und sicherlich in jeder Kirchgemeinde. Der Posaunenchor als musizierende Gruppe ist regelrecht eine Keimzelle des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Jede musizierende Gruppe ist das. Man kann ja nur miteinander musizieren, wenn man aufeinander hört, auch da, wo man verschiedene Stimmen hat, auch ganz wörtlich sozusagen, ja. Posaunenchöre, musizierende Gruppen, überhaupt aktive Gemeindegruppen sind Keimzellen sozialen Zusammenhalts. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie zusammenkommen können. Die vergangenen 2 Jahre waren ja doch sehr anstrengend. Da prallten immer wieder verschiedene Meinungen und auch verschiedene Befindlichkeiten aufeinander. Eintracht heißt, die eigene Befindlichkeit nicht höher achten
als den gemeinsamen Dienst. Also, der Psalm sagt uns ja, lasst uns miteinander Gottes Namen erhöhen. Und ein letztes, was ich oft denke, gerade dann, wenn es auch anstrengend ist manchmal, verlieren wir nicht das Spielerische. Unser Leben wird ja doch durch vieles erschüttert. Der Krieg und was man hört, er wird noch lange dauern. Wie kann man so einen Satz einfach sagen und dann zur Tagesordnung übergehen? Aber auf der anderen Seite, was nützt es? Unsere Welt wird erschüttert, unsere Kirche steht vor Herausforderungen, unser eigenes Leben ist nicht nur immer fest und großer Klang. Vieles ist einfach auch Mühe und Arbeit. Aber das Ziel unseres Glaubens, das Ziel auch unserer Musik, ist nicht Arbeit, sondern Spiel. Das Ziel ist Gottes Lob. Wir loben Gott. Haben Sie schon mal überlegt, warum eigentlich? Einfach, um ihn zu loben. Und das heißt Spiel. Ich mache es einfach um des Spiels selbst willen. Um seiner selbst willen Gott loben. Das ist das Spielerische. Schon seit 100 Jahren bei euch hier in Freiberg, im Posaunenchor. Und hoffentlich noch viele, viele Jahre, Jahrzehnte. Das wünsche ich euch. Und das wünsche ich auch Ihnen als Kirchgemeinde. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre und regiere unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.